Ja, damit ganz herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Bioshock Infinite Burial at Sea. Tja, was ist im letzten Teil passiert? Wir wurden beauftragt von dieser hübschen Lady Elizabeth, alias unsere Tochter, wenn die Leute noch das, also für die Leute, die das Hauptspiel kennen, für die, die es nicht kennen, jetzt wisst ihr es auch. Und wir sind gerade auf dem Weg. Lassen Sie mich mal. Uns eine Kraft zu holen, mit der wir das hier unten einfrieren können. Das war's. Wo haben Sie das gelernt? Oh, das habe ich mir vor langer Zeit mal drauf geschafft. Huch, lädt? Wieso lädt? Achso. Unser einziger Freund hat eine deutliche Spur hinterlassen. So, finden wir hier erstmal was Schönes? Ich hoffe. Aber sieht nicht so aus. Ah, hört ihr das? Splicer. Mit denen hatten wir vorhin schon zu tun. Die Splicer sind ja sowas wie anscheinend die Hauptgegner in dem Spiel. Ziemlich verwirrte Drogensüchtige. So. Na los, lass mich schon rein. Vorsicht, die sehen nicht sehr freundlich aus. Dass wir hier unten alle gleich sind und alle in einem Boot sitzen. So, wir sind mal lieber vorsichtig. Ich will auch mal was Feines essen. Splicer, sie scheinen uns nicht zu sehen. Wenn sie leise sind, können sie vielleicht überrumpeln. Das erhöht ihre Chance. Ja, vielleicht kann ich sogar ein, zwei Fallen legen. Ich will ja nicht. Ich will keine Luft! So, machen wir es einfach so. Die machen sich jetzt gegenseitig Platz. Wow! Ich bin schon am Suchen. So, dass sie sich alle gegenseitig kontrollieren, dann dürfte es auch funktionieren. Hoffe ich zumindest. Hier, bitte. Dankeschön, Elisabeth. Oh, danke. So, aber dich muss ich jetzt leider ausschalten. Gut. Da ist auch wieder ein paar Splicer. Ihr seht schon, wir haben es hier mit echt formschönen Gestalten zu tun. Zerfressen und was passiert eigentlich, wenn ich da drauf schieße? Ja gut, das hätte ich vorher wissen müssen. Ja, genau. Schauen wir uns weiter um. Und wir bleiben mal vielleicht etwas vorsichtiger. Okay, keine Splicer. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was wir gebrauchen können? Nö. Oh. Das sieht doch schon wieder nach... Nee. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Oh! Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Wie kriege ich denn dieses Teil am besten klein? Ich glaube, Feuer, oder? Ach so, stimmt, so habe ich auch Heilwille. So, jetzt. Oh, war das ätzend. Oh, was haben wir denn hier? Ja, das legt man doch gleich an. Ansonsten scheint es hier gar nicht so wirklich was zu geben. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob sich der ganze Aufwand gelohnt hat. Gesund bin ich jetzt ja nun auch nicht mehr wirklich. Und hier? Ich oh. Weiß genau, wie die Kunden ticken. Wenn sie alle manipulieren, ohne dass sie es merken. Gut, damit haben wir es. Ja, schon eine extra gruselige Gestalt. Gemacht in das Schattenspiel? Ich wäre allzeit bereit für eine Platte oder einen Auftritt. Er sagte, er würde sich melden. Ryan, Sie Dreckskerl. Sie wollen mich wohl hier verraten lassen. Sicher habe ich vertraglich zugesagt, dabei mitzuhelfen, Fontaines Warenhaus in ein Gefängnis umzubauen. 10 Tage Eilauftrag, alles schnell, schnell. Und kurz bevor die Gefangenen ankommen, bomben.
zerfetzt mir eins von ihren beschissenen Geschützen beide Kniescheiben. Wahrscheinlich bleibe ich für immer ein Knöppel, von Irren umgeben, eingesperrt in diesem Knast. Geld habe ich auch keins gesehen, aber so. Das ist mir egal. Holt mich bitte nur hier raus. Hier unten scheine ich nicht reinkommen zu können. Ist, glaube ich, auch gar nicht großartig wichtig. Wo ist der, den wir jetzt... Ich warte hier unten. Müsli, na wenigstens etwas. Bei dem anderen. Wo könnte denn nur hin sein? Achso, das war die Schacht, die ich gerade gefunden habe. Die bleiben ja nicht besonders lange liegen. Einen Schuss habe ich noch. Ey, ist das ätzend. Ein... einzigen Schuss. Sehen Sie da oben. Ah. Das habe ich gehört. Wer wäre alles alte Wange? Was geht da hinten ab? Die machen sich alle gegenseitig fertig. Na komm. Nein, das hat aber lang gedauert. Denn ich möchte dir eigentlich... Verdammt, nur zwei Schuss. Das bringt mir jetzt nicht viel. Ja, das ist schon immerhin 7 Schuss. Was ja bei einer Maschinenpistole jetzt nicht die Welt ist. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das kann man gut gebrauchen. Ansonsten ein bisschen Money oder sowas. Geld Money. So. Du bist ein Star, aber wo bist du? So ein Dreck. Kann ich mich eigentlich irgendwie hinter dich schleichen, um die auszuschalten? Das wäre praktisch. Geh weg. So, guck mal. Psst. Da! So, was da? Ach, das da! Oh, oh. Ich hab mein Bestes für dich gegeben! Wow! Verdammt. Was für ein Reinfall. Oh, dieses elende Teil. Ich kriege einen halben Herzinfarkt, wenn mich das sieht. So. Da steht wieder ein Ölfass in der Nähe. Geld kann ich gut brauchen. Gut, gucken wir mal nach. Das sieht schlecht aus. Ich muss irgendwie anders ankommen. Deswegen hat er das Gegner, aber ich traue ihm das nicht. Und er hat gesagt, das merke ich dir nicht. Das ist ein
Ist auch. Ist einfach nur auf einem. Ach, das ist auf einem Bürostuhl montiert. Das sehe ich jetzt erst. Gut. Und hier rein. Oh. Das habe ich gar nicht richtig hingeguckt, was ich eingesammelt habe. Elisabeth, du stehst mir schon wieder im Weg rum. Oh, das gibt's doch nicht, Mensch. Vorsichtig sein, vorsichtig sein. So, jetzt. Über mein erstes Stück schrieb der Herald, ein toter Wal ist im Schubert-Theater gestrandet. Und mit jeder Aufführung stinkt er erbärmlicher. Elisabeth, ich muss hier raus. Klang meine erste Oper, das geht aber nicht, wenn du da rumstehst, meine Liebe. Sämtlicher Meisterwerke Mozarts in einer einzigen jämmerlichen Katzenmusik. Scheiße. Und jetzt stoßen meine Kritiker sich an meiner Wohltätigkeit. Aber würden diese Schmierfinken auch nur einen Finger für die Weisen rühren, wenn ich es nicht täte? Künstler hat einmal gesagt, alle Kritiker gehören ermordet. Ich könnte ihn direkt beim Wort nehmen. Oh. Du bist doch nur Lust. Lass uns das Bett schaffen. Was ist das? Was ist mit diesen Leuten? Die wirken, als wären sie verrückt. Der erste Splice ist unschlagbar. Danach geht es steil bergab. Die Frozen Frosties, die Jockeys, die dir ohne zu zögern 1000 Volt verpassen. Haben Sie Mitleid mit denen? Das wären nicht die ersten Namensschweine, die ihr Heil in der Flasche suchen. Aber sobald man mal gesehen hat, wie sie beim Anblick von einer Little Sister und all ihrem Adam weiche Knie bekommen, ist es mit dem Mitleid ziemlich schnell vorbei. Okay, gut. Bis jetzt, gut, haben wir erstmal ein bisschen Munition wieder bekommen. Haben uns ja auch gar nicht mal so schlecht geschlagen. Okay, wir waren fast tot, aber wir haben es geschafft. Jetzt heißt es, glaube ich, vorsichtig sein. Das waren bestimmt nicht die letzten Splicer, denen ich begegne. Und ich habe keine Lust, mich von irgendeinem Haufen Standardgegner über den Haufen rennen zu lassen. Die sind bestimmt auch gleich schon wieder welche. Ich höre zumindest noch keine. Kurz geschlossen. Lässt sich aber vielleicht öffnen mit einem Schuss Schockjockey? Sie kennen Schockjockey? Besser als Sie ahnen. Stimmt. Sehen wir uns um. Vielleicht haben die Splicer ja irgendwas noch nicht geplündert. Schockjockey. Schnappen wir uns mal ein bisschen was. Wenn ihr euch noch daran erinnert, im Hauptspiel, Schockjockey. Schockjockey war eine Art elektronischer Kristall, den man halt eben durch die Gegend schmeißen konnte. Der hat in Columbia, in dieser Stadt, in der der Hauptteil spielt, Elektrizitätswerke und so weiter ersetzt. Entlassen. Das Blöde ist ja halt eben, ich glaube, das ist immer noch so hier drin, wenn die Beschwörung, also diese Flüsterung da, mit dem man sie dann kontrollieren kann, nachlässt,
erinnern die sich auch ganz schnell wieder dran, halt eben, wer mal, also auf wen sie eigentlich losgehen wollten. Alles? Keine große Herausforderung. Was? Bitte. Nee. Ist hier oben einfach noch was? Nee. Ah, ja. Money, money, money. Kann man immer gebrauchen. Zumindest, wenn man Automaten kommt. Oh, Schmuck. Audiologs. Sehr gut. Ich verschicke Audio-Tagebücher wie gottverdammte Flaschenpost über die Rohrpostleitungen und hoffe, dass eine durchkommt und mich jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. 0928. 0928, das merken wir uns mal. Ist bestimmt noch nützlich, wir müssen nur das Schuhgeschäft finden. So. Oh, guck mal da. Was? Ach du Scheiße. Da steht ein Splicer. Du Sau. Habt ihr das gesehen? Ich wollte gerade nach der Flasche greifen, da hat sich angefangen, das Vieh zu bewegen. Ach du. Okay, was nehme ich denn da am besten mal? Ich glaube, ich nehme mal Gesundheit. Einfach fangen wir mal damit an. Sobald ich jetzt das gewählt habe, muss ich sofort anfangen, loszuschlagen. So. So. Oh, da hinten ist noch eine. Wo ist sie denn? Da ist sie. Wieder spätestig, wenn sie. Waffenmenü, ich habe ein Waffenmenü. Hm, alles klar. Dann ist das wohl. Ach ja, genau. Stimmt. Gut, das dürfte ja nichts gewesen sein, oder? So, erstmal wieder ein bisschen Munition rein. Da haben wir auch wieder was bekommen. Sehr schön, Mann. Volles Magazin. Kriegst du das auf, Elisabeth? Fertig. Weg mit dem Ding. Frauen geht es heutzutage nicht mehr um den Charakter. Es interessiert nur noch Geld und Aussehen. Okay. Ich dulde ein solches Benehmen in meinem Haus nicht. Oh, was ist denn hier los? Ich sage. Komm, mach das. Was? Wow. Okay. Das klingt also, als wären sie ehemalige Verkäufer immer so. Ich dulde sowas in meinem Geschäft nicht. Und Gesellschaft. Was hat Elisabeth gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört. Verdammte Axt. Ich habe keine Zeit für die, die nicht zu größerem tauchen. So, ist er. Ist er denn? Ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt. Wow. Das war mal wieder nicht Meisterglanzleistung. Meisterglanzleistung, Meisterleistung oder Glanzleistung. Für eins von beiden muss ich mich ja eigentlich mal entscheiden. So. Oh, Einkaufstüten. Ansonsten, nö. Ich hab jetzt eigentlich auch schon alles Bleister durchsucht. Was hat denn hier hinten geglitzert? Oh. Oh, und Geld. Vandalen sind Parasiten. Ich denk dran. Ich hab ne Überraschung für dich. Hier ist noch einer. Irgendwo ist hier einer. Ich bin hier unten. Ich höre einen. Wo ist er nur?
so einen Vorsprung gesehen? Komme ich da vielleicht irgendwie rauf? Ah, ja. Und. Gar nicht mal so viel Praktisches. Na dann. Hübsch. Ach, da. Schuhgeschäft. Wie kommen wir da jetzt am besten? Dieses Metier ist nichts für schwache Nerven. Was wollen? Alles klar. Gut, haben wir das. Ist hier noch irgendwo eine? Sonst ist hier keine. Tut mir leid. Das heißt, dann ist weg. Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Klingt wie eine Politikeransprache. So. Ah, eine Kasse. Und was finden wir bei Kassen? Nichts. Auch da unten wegen zwei. Echt volles Eve. So, wie war das nochmal? 0, 9. Ich verschicke Audio-Tagebücher wie gottverdammte Flaschenpost über die Rohrpostleitungen und hoffe, dass eine durchkommt 2, und mich 8, jemand rettet. Wenn Sie dies hören, schicken Sie Hilfe. Ich halte mich im Schuhgeschäft versteckt. Der Code lautet 0928. Hallo? In meinem. Das war der einzige. Scheiße, der wird auch schon gewesen zu sein. Oh, Lockpick. Nimm mal mit. Munition. Ah, was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, brauche ich das wirklich, weil so wenig wie ich nachladen muss eigentlich. Dauerfeuer ist ja eigentlich nicht angesagt. Ach doch, ich mach's mal. Oh, leck mich doch. So, ich glaube, ein. Ah, das war's, glaube ich. Ja, gut. Scheiße, keine Munition mehr drin. Und Eve habe ich auch ganz schön verschleudert. Sind sonst noch irgendwas? Was haben wir hier? Diese Stadt kennt einfach keine Gnade. Alle meine Audio-Tagebücher mit den Hilferufen sind ungeöffnet zurückgekommen. Mit der Aufschrift zurück an Absender. Aber hier muss doch irgendwas sein. Anscheinend einfach nur so ein kleines bisschen Geschichten erzählen. Gut, meine eigene Schuld. Ich wollte ja storylastig spielen. Das klingt doch wieder nach Splicern. So, das könnt ihr voll vergessen. Was ist das brutalste und absurdste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Verdammt, ja, jetzt. Das wollte ich doch. Moment, mit dem Menschen erschaffen wurde. Oh, ist hier noch einer? Verdammt. So. Nein, 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 nein. Verdammte Axt. Aufstehen. Mit Ihnen. Das hat Knete gekostet. Danke. Danken Sie mir nicht. Gehen Sie das nächste Mal lieber in Deckung.
ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Was, wie viele sind denn das? Vorsicht, die sehen nicht sehr freundlich aus. Stehen lassen werden. Komm, du solltest dich mal schämen. Oh. Kümmert euch schön umeinander. Kümmert euch umeinander. Nein. Irgendwie muss es hier doch weitergehen. Die Little Sisters? Mensch, ist dir nicht klar, dass sie die Kraft sind, die Rapture zusammenhält? Was? Wirklich? Aber klar, Spike Industries hat sie so erschaffen, dass sie uns vor Banditen und Terroristen beschützen. Und dabei sind sie so fröhlich wie Fische im klaren Wasser. Wir alle brauchen. Es scheint irgendwie nichts dafür zu geben. Also, wo ich hier immer irgendwie weiterkomme. Das ist irgendwie alles. Also, was sehe ich denn nur? Schuhgeschäft, da war aber auch nichts wirklich. Hey! Hübsches Kerlchen. Tja, wenn hier nichts mehr ist, dann gehen wir eben wieder. Ach, guck mal, einer. Das ist wahrscheinlich unser Weg, den wir einschlagen müssen. Oh, lass mal kurz gucken, was wir machen. Oh, Splicer. Klasse. Dann machen wir das mal anders. Glenda? Ich bin zu Hause! Glenda? Schätzchen! Was macht denn der? So. Wo ist der andere? Da. Zwei Spicer, zwei Spicer, weniger. Und jetzt einfach nur noch. Ach ja, jetzt kommen wir da. Okay. Die Plasmidabteilung scheint dort hinten zu sein. Umdrehen. Da finden wir bestimmt etwas Nützliches. So. Scheint schon gewesen zu sein. Hm. Sehr schön. Munition haben wir jetzt eigentlich schon. Ja gut, reichlich nicht, aber wir kommen erstmal ein bisschen damit klar. Schauen wir doch mal nach, ob wir hier irgendwelche schönen Kräfte finden. Wir sind auf der Suche nach Shock Jockey. Da holen wir schon mal das dafür. Das war nämlich relativ praktisch. Ansonsten. Mehr brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. So, hier ist die Plasmidabteilung. Da wollen wir dann unser Schockjockey kriegen. Du musst ein Schloss knacken. Das kriege ich hin. Fertig. So, wir auch schon am Ende vom letzten Teil. Hängen wir erstmal an dieser Tür fest. Schauen uns dann das, was dahinter liegt, im nächsten Teil an. Denn wenn ich jetzt da reinrenne, habe ich es mit einem ganzen Haufen Splicern zu tun. So zumindest meine Vermutung. Also sehen wir uns dann wieder in Teil 3. Ich freue mich schon drauf. Leute, macht's gut. Bis dann.